Welcome back to the movie quiz. This is Baby Quizzer. Ich stelle euch zum Start 5 extrem einfache Fragen zu Filmen, die sogar Babys beantworten können. Ihr schreibt auf einen Zettel eure Antwort auf. Wenn ihr richtig liegt, erhaltet ihr einen Punkt. Erste Frage. Seid ihr ready? Mhm. Wer ist der Regisseur von Wonka und den beiden Paddington-Filmen? Ihr habt aufgeschrieben? Ja. Gut, dann will ich zuerst von Joel wissen, was hast du aufgeschrieben? Hey, du hast mich jetzt voll auf dem kalten Fuß erwischt und ich sage Steve McQueen. Stark, stark. Dennis, was hast du aufgeschrieben? Boah, du hast mich auch richtig kalt erwischt. Ich habe Stanley Kubrick geschrieben. Boah, ja, auch gute Antwort. Das ist beides leider falsch. Es wäre Paul King gewesen. Ah, stimmt, ja, Mann. Ja, stimmt. Zweite Frage. Wann erschien der Film The Godfather? Der Pate. In welchem Jahr erschien The Godfather? Part 1. Part 1, genau. Ihr habt aufgeschrieben? Ja. Dann würde ich gerne von dir, Dennis, wissen, was hast du aufgeschrieben? Ich habe 1972. Joel? Ich habe auch 1972. Und das ist tatsächlich korrekt, für beide einen Punkt. Einen Moment. Hier, von Joel, die 40 Jahre Edition von Godfather, da ich Joel aber 2022 getroffen habe und er sich die 50 Jahre Edition geholt hatte. Oh ja, weiß ich natürlich die Antwort. Da, ich habe die 50 Jahre Edition, hallo, guck mal, mit der restaurierten Fassung und dem neuen Schnitt von The Godfather 3. Die dritte Frage, seid ihr ready? Yes. Wie heißt der Song, für den Lady Gaga ihren ersten Oscar gewonnen hat? Ihr müsst nicht den Film kennen, nur den Songtitel, den brauche ich. Heißt der Songtitel nicht wieder Film? Das weiß ich nicht. Das wisst ihr. Joel, was hast du aufgeschrieben? Ich habe Shallows aufgeschrieben. Shallows mit S? S-H-A-L-L-O-W-S. Dennis, was hast du aufgeschrieben? Ich habe Ist das Porn aufgeschrieben? Ja, das ist der Film. Ich habe gedacht, der Song heißt auch so. Der Song heißt tatsächlich... Ah, Shallow! Heißt Shallow, nicht Shallows! Ja. Ah, komm! Und deswegen leider für beide wieder keinen Punkt. Aber Die nächste Frage, die ist wirklich super leicht. Vierte Frage. Wie heißt Quentin Tarantinos Figur in Reservoir Dogs? In Reservoir Dogs hast du gesagt? Reservoir Dogs, der erste Film von Quentin Tarantino. Wie heißt seine Figur in diesem Film? Dennis, was hast du aufgeschrieben? Mr. Brown. Mr. Brown, sehr gut. Das ist tatsächlich korrekt. Und was sagt Joel? Auch Mr. Brown. Mr. Brown. Und das gibt für beide wieder einen Punkt, hey. Fünfte Frage und letzte Frage der ersten Kategorie. In welcher Stadt wohnt Marty McFly? Das ist eine Kleinstadt in Amerika. Wie heißt diese fiktive Stadt, in der Marty McFly wohnt? Ah. Du weißt das. Alter, hey, krass. Ja. Joel hat aufgeschrieben. Keine Ahnung. Okay, Dennis, nichts aufgeschrieben? Nee. Joel? Soweit ich mich erinnern kann, ist es wie die gleichnamige Serie von David Fincher, Twin Peaks. Kann das sein? Oder ist das der Supermarkt, das der dort war? Das ist der Supermarkt. Das gell? Ist leider nicht der Name der Stadt. Ja. Der Name der Stadt wäre gewesen Hill Valley. Ah. Hill Valley.
Aber das mit den Twin Peaks, das hätte ich auch, wollte ich schreiben, hat mir gedacht, nee, das ist der Supermarkt da. Ja, genau. Kaufladen.